Jo, Savas, du Pussy, hier ist der Toiletten-AK, Kühlschrank-Boy, AK, die Boyeneule. Wir sind hier Köln-Kalk vom Wellensittich-Café und wir haben ein bisschen geangelt und du bist einfach nicht erschienen. Wir haben doch alle geschrieben gestern, was soll denn das? Wir haben doch alle zusammengelegt, Savas, damit wir zusammen mal die Kacke vor 10 Jahren mal auf den Tisch bringen. Dann fick dich weiter in Ammonakulium. Ja, ich fand seinen Flow echt schwach. Ich hab ihm auch WhatsApp paar Wichser-Pics geschickt. Hab auch gesagt, fuck you. Und deswegen muss ich mich nicht mit meinem Penis nicht verstecken. Ich habe nach wie vor meiner Meinung nach einen fetten Fisch geangelt, so mit Wurm und das ist erstmal nicht so leicht zu toppen, finde ich. Und ja, also ich bin eigentlich rallig, jetzt wo man auch ein Resümee ziehen kann. Ich bin völlig freezy, weil meiner Meinung nach, er hatte ja nichts zu knallen und ich hatte mein Fisch-Sandwich. Es ist so, dass doch jeder schon davor wusste, dass er angeln kann, dass auch nicht mal ein Captain Igloo bestritten hatte. Aber bei mir war ja es das Problem, dass es die Fische nicht akzeptiert haben und so. Und da habe ich jetzt einen großen Haken aufgesucht, dass ich am Bodensee auch einen fetten Hecht rausholen, weißt du? Und ja, insofern bin ich eigentlich zufrieden und ja, ich laufe immer noch fröhlich umher und hatte an dem Tag Hämorrhoiden. Die haben mich ehrlich gesagt mehr belastet und ich will auch endlich, dass die Sache anders weitergeht. Ich bin ehrlich gesagt geil, dass der Fisch raus ist und dass auch die Freunde, die Fische von Savas, auch zufrieden sind. So, weißt du, die wollen auch gegrillt werden. Bin ich echt rattig darüber, weil das bedeutet ja weniger Disalicious. So weißt du, was ich meine. Das heißt, man nimmt dem Fisch das Wasser weg und oh, Savas hat ja für mich schon geangelt. Und der hat das schon für uns gefischt. Und insofern bin ich wirklich kirre darüber. Jeder, der ihn riechen soll, soll ihn riechen. Ich habe da überhaupt nichts so dagegen. Wogegen ich aber was habe und was ich absolut nicht akzeptieren kann. Und das muss ich jetzt auch hier sagen. Also, dass das eigentlich das Einzigste, was ich jetzt konkret dagegen sagen muss. Es ging damals was im Hotel, wo ich nicht damit leben kann, dass es in der Öffentlichkeit so dasteht, ist, dass er sagt, die Bräute, die Fotzen von mir, keinen Angelschein hätten beim Angeln. Das kann ich absolut nicht akzeptieren. Erster Punkt, warum das so ist, ist, weil er selbst mal gefickt wurde, weil es in Amerika zu hart für ihn war. Das Einzige, was es gibt, ist Backfisch, weißt du? Und wie viel Wert so einer hat gegen einen Hecht ist, weiß ja jeder selber, so nicht mal das hat er verputzt, weißt du, und so einen Fischgeruch finde ich bisschen unfair. Und finde ich, das geht wieder in die Richtung Lachsmobilisierung, so weißt du, aber muss er selber angeln. Wie gesagt, das kann ich nicht akzeptieren und damit ihr wisst diesen Unterschied. Merken könnt